So, eben noch fix die persönliche Meinung über das Update. So, und los kann es mit der Review gehen. Dass die Schweden nicht ins Spiel gehören, das habe ich schon mal gesagt. Aber gehen wir jetzt eigentlich zur eigentlichen Review über. Das Neubaufahrzeug, jetzt wollte ich schon fast Sonderkraftfahrzeug sagen. Obwohl jedes Fahrzeug der Wehrmacht war mit Sonderkraftfahrzeug gekennzeichnet. Ich muss mal nachgucken, ob ich vielleicht in den zukünftigen Videos mal die Sonderkraftfahrzeugnummer sogar sage. Dann habt ihr so ein bisschen Expertwissen dabei. Ja, das Sonderkraftfahrzeug. Ich sagte, ich hätte nicht über Sonderkraftfahrzeug reden müssen. Das Neubaufahrzeug ist ein Prototyp gewesen, der in geringer Stückzahl, ich glaube, der hat noch nicht mal 10, ich glaube, der hat nur 7 Stück gehabt. Also unter 10 waren es auf jeden Fall. Die wurden in Finnland eingesetzt und in Dänemark wurden die eingesetzt. Diese Fahrzeuge besitzen zwischen so 20 und 10 mm an Panzerung. Also glaubt nicht, dass ihr nur, weil das Teil groß ist, richtig viele Schüsse abprallen lassen könnt. Jetzt kommen wir allerdings zu dem guten Punkt. Dieses Teil ist so riesig und hat so viele Crewmitglieder, mit 3 im Turm, 2 vorne in der Hülle, in dem man den Fahrer und den vorderen MG-Schützen hat und den hinteren MG-Schützen. Dazu hier mal eben kurz eine kleine Schem. Denn das Besondere am Neubaufahrzeug ist, dass wir mehrere Bewaffnungen gleichzeitig haben. Wir haben einmal ein Hauptgeschütz mit dem Kaliber 75 mm. Das ist eins, was exakt vom Panzer 4 abgenommen wurde. Das vom Panzer 4C, da man die HL-38C nicht bekommen kann. Leider würde den Panzer noch besser machen, als er eh schon ist. Zusätzlich bekommen wir noch ein zweites Hauptgeschütz mit dem Kaliber 3,7 cm. Die sitzt natürlich direkt daneben. Dann haben wir noch 3 MGs, die auf dem Panzer verteilt sind. Das erste MG sitzt in der Koaxialen neben dem Hauptgeschütz, neben den Hauptgeschützen. Das zweite sitzt vorne an der Wanne in einem eigenen Panzer-1-Turm. Nicht ein richtiger Panzer-1-Turm, denn für einen richtigen Panzer-1-Turm müssten da eigentlich 2 MGs rausgucken. Und der zweite Panzer-1-Turm sitzt da hinten kurz vorm Motor. So, jetzt wieder zurück zum Gameplay. Das Neubaufahrzeug kostet unter 1000 Golden Eagles. Ich kenne jetzt gerade den genauen Preis nicht mehr. Ich schätze mal, dass er momentan bei etwas über 500 Golden Eagles liegt. Es ist aber hin und wieder auch mal im Kriegsanleihen-Shop. Denn da könnt ihr die ganzen Sachen euch fair erspielen. Wenn ihr allerdings Golden Eagles reinpumpen wollt, dann könnt ihr Golden Eagle Challenges machen. Ich empfehle auf keinen Fall, euch Golden Eagle zu kaufen. Die sind überteuert wie sonst was und bringen euch gar nichts. Außer natürlich Premium-Sachen, aber Gott bitte. Geskillte Spieler erkaufen sich das Ganze oder ertauschen sich das. Das Neubaufahrzeug hat dadurch, dass es so viele Crewmitglieder hat, die Möglichkeit, Schüsse wie sonst was zu fressen. Nur mal so als kleine Darstellung. Würde ich sämtliche Crewmitglieder auf der linken Seite meines Turms verlieren, bitte bedenkt, der Schütze sitzt rechts. Das heißt, ich würde meinen Kommandanten und meinen Ladeschützen verlieren. Und ich würde durchgehend nur auf die Seite hin Schüsse kriegen, würde mein Schütze wahrscheinlich niemals sterben, weil nämlich zwischen dem Gegner und dem Geschütz, nämlich noch zwischen dem Gegner und meinem Richtschützen, nochmal die Panzerplatte, die toten Crewmitglieder und nochmal 2 Geschützverschlüsse sind plus ein MG. Dass ein Schuss da durchkommt, ist sehr unwahrscheinlich. Zusätzlich haben wir noch die Tatsache, dass der Ladeschütze sehr schnell wieder ausgetauscht wird, dadurch, dass wir halt eben Leute in den Zusatztürmen drin haben. Der Panzer wird zu Recht als Medium-Panzer, also als mittelschwerer Panzer im Spiel dargestellt, da er durch das Fehlen der Panzerung, wie schon gesagt, 20 bis 10 mm ist nicht viel, sogar die leichtesten französischen Panzer kommen dadurch. Und auch der russische Panzer, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube T-60 oder T-80 ist es,
der die 20 mm Kanone hat, die 30 mm penetrieren kann. Die kann euch von jedem Winkel penetrieren. Zusätzlich haben wir noch den Nachteil, dass dieses Teil sich sehr schlecht manövrieren lässt und ein riesengroßes Ziel ist. Praktisch gesehen, ihr seid ein fahrendes Landschiff. Das ist allerdings nichts zu Schlimmes, denn ich meine immerhin, ihr habt genug Crewmitglieder und Komponenten in diesem Fahrzeug, um sogar Feindbeschuss von mehreren Feinden gleichzeitig zu überleben. Aber das Ziel eines guten Panzerfahrers ist es ja gar nicht erst getroffen zu werden. So wie es jetzt in diesem Clip hier überhaupt nicht geht. Was heißt hier Clip? Ich werde das ja in einem durch hier zeigen. Ach, herrlich, ich sollte wirklich mal mehr Clips daraus schneiden, aber ich will ja zeigen, dass man mit diesem Fahrzeug auch eine gewisse Zeit überleben kann. Deswegen schneide ich ja so ungern. Ihr seht, alles ist rausgenommen und ich habe ihn trotzdem noch gekillt. Jetzt gleich wird der Typ sterben. Ich habe nicht gerafft, von wo der Schuss kommt. Wird später nicht gerade allzu ein großes Problem sein. Aber trotzdem. Wir haben in diesem Panzer sehr viel Potenzial, das niemals ausgeschöpft wird. Dieser Panzer wird gekauft, kurz gefahren und Leute, die die Mechaniken nicht verstehen, schmeißen sie sofort weg. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Sache, die hiermit falsch läuft, die ähnlich wie bei der Maus ist, und zwar, dass ihr ein Doppelgeschütz habt, das verschiedene Kaliber hat, weshalb ihr nicht einfach so in das Menü reingehen könnt und sagt, haha, ich will das jetzt so aus, dass ich jetzt einen Schuss, dass ich jetzt das eine Geschütz da auswählen kann, das andere da. Das funktioniert nicht. Sobald ihr das Sekundärgeschütz auswählt, könnt ihr den Turm nicht mehr drehen. Das ist ein Bug, der ist seit letztem Jahr drin, das fixen die nicht. Müsst ihr mit leben. Dann schaltet euch einfach in den Einstellungen ein, dass ihr Sekundärfeuer auf der anderen Maustaste habt. So, mehr habe ich zu diesem Fahrzeug auch nicht zu sagen. Und jetzt gleich mit dem Abschuss von diesem Camper, der an der Stelle überhaupt nichts zu suchen hat, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedergeschauen.